Meine Mutter hat den Direktor einer Privatschule verführt, damit ich dort aufgenommen werden würde. Miriam, warte im Flur. Ich hörte alles, was hinter der Tür passierte. Meine Mutter wollte, dass ich es höre. Und nicht vergessen würde, was sie für meine Zukunft getan hat. Jetzt musst du fleißig lernen, einen guten Job finden und für mich sorgen, bis ich alt und grau bin. Verstanden? Nein, ich verstand damals nicht, was das bedeutete. Meine Mutter bestrafte mich für den kleinsten Fehler im Studium und akzeptierte nichts anderes als absolute Perfektion. Ich konnte nur nachts machen, was ich wollte. Und spielte mit Puppen und dachte mir Geschichten für sie aus. Meine Mutter war dagegen, weil sie glaubte, ich verschwende meine Zeit. Denkst du dir wieder Geschichten aus? Geh jetzt ins Bett. Willst du zu spät zur Schule kommen? Ich war jedes Jahr die beste Schülerin in meiner Klasse. Zumindest bis Herr Chambers anfing, Anatomie zu unterrichten. Wenn du deine Noten verbessern willst, können wir ja nach dem Unterricht zusätzliche Lernstunden festlegen. Nach dem Unterricht ging ich ins Lehrerzimmer. Wie sich herausstellte, wollte er mir nicht beim Lernen helfen. Ich bin mir sicher, dass man Anatomie besser mit visuellen Hilfsmitteln lernt. Komm her. Ich war schockiert und ging sofort weg. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meiner Mutter, was passiert war. Sie hörte sich alles an, was ich zu sagen hatte, aber dann griff sie mich an. Ich kann das in Ordnung bringen, aber du solltest wissen, dass das nur passiert ist, weil du dich nicht an unsere Vereinbarung gehalten hast. Am nächsten Tag gingen wir gemeinsam zu Herrn Chambers. Meine Mutter setzte sich nicht für mich ein und bat stattdessen den Lehrer um Verzeihung. Hören Sie, ich verspreche Ihnen, dass sie höflicher sein wird. Sie können ruhig strenger zu ihr sein. Ich konnte nicht glauben, was meine Mutter gerade getan hat. Meine Noten waren ihr wichtiger als meine Würde. Würde? Hast du vergessen, wie du in dieser Schule gelandet bist? Ich habe mich gedemütigt und du solltest das auch tun. Und so bekam ich eine 1 in Anatomie. Und ein Diplom mit Auszeichnung. Meine Mutter war zufrieden. Der Tag, an dem sie den Job, den sie hasste, kündigte und auf meine Kosten leben konnte, ist gekommen. Aber ich wollte sie nach dem, was passiert war, nie wiedersehen. Also brach ich alle Verbindungen zu ihr ab und verschwand. Nicht einmal die Polizei konnte mich finden. Es tut mir leid. Wir können nichts mehr tun. Das machte meine Mutter sehr wütend. Und sie musste ihren Job als Putzfrau behalten. Eines Tages wischte sie den Boden vor einem Buchladen und sah dort zum ersten Mal eine große Menschenmenge. Es fand eine Buchpräsentation statt. Meines Buches. Miriam? Ich habe meinen Namen geändert und ein neues Leben als Schriftstellerin begonnen, mit dem ich viel Geld verdiene, genau wie meine Mutter es wollte. Du bist also erfolgreich geworden. Warum zahlst du es dann nicht deiner Mutter zurück, so wie es sich gehört? Ich sagte ihr, dass ich ihr nichts schuldig sei. Sie schlug vor, dass wir zusammen auf einen Kaffee gehen, um alles zu klären. Oh nein. Dafür wirst du schon sehr viel mehr Kaffee trinken müssen. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du das Buch liest.
Es ist eine Autobiografie. Meine Mutter wollte die Wahrheit über meine Gefühle nicht wissen. Also legte sie das Buch weg und verschwand. Und wir sahen uns nie wieder. Vergiss nicht, Kinder sind keine Werkzeuge, um Reichtum zu erlangen. Sie sind Reichtum.